jetzt? So, jetzt nehme ich euch mit auf die Beauty. Da wird es tierisch, tierisch voll sein. Aber ich versuche mal, was ich für euch einfangen kann. Kommt mit. So, hier sind wir auf der Beauty. Und das, was wir sehen, ist die Nagelhalle. Das heißt, soweit das Auge blickt, alles für Nägel, hauptsächlich für Kunstnägel. Da werde ich mich natürlich jetzt mal durchwuseln, um ganz hinten in die Halle 11 zu kommen, da wo es mit der Kosmetik denn losgeht. Aber für die Nagelmädels ist das hier das absolute Paradies. Mädels, wollt ihr mal Nagellacke, 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 Nagellacke sehen? Hier bei Alessandro gibt es hunderte Farben von Lack und einen riesen Stand. Was es alles für Geräte gibt. Das sieht doch mal richtig gut aus. Da merkt man sofort eine Wirkung, nicht wie bei Cremchen, wo man erstmal jahrelang warten muss und gucken muss, wie entwickelt sich das. Das ist die Lomi-Massage. Und direkt auf der anderen Seite, ich hoffe, da stehen jetzt nicht zu viele Leute davor, gibt es so Relax-Liegen mit Licht und Entspannung pur. Hier werden zum Beispiel die Wimpern verlängert. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Teil der Messe, Wimpernverlängerung. Die Ladies liegen jetzt eine Stunde da und bekommen ihre Wimpern angeklebt. Oh, sieht das nicht schön aus? Ampullen in so Kügelchen, das soll einfach Feuchtigkeit vermitteln. Und Ampullen werde ich mir nachher gleich auch nochmal ansehen. Das ist moderne Apparate-Kosmetik. Das sieht teilweise aus, als wären es überdimensionierte Staubsauger. Eine solche Deko vermittelt natürlich, hier muss Naturkosmetik im Spiel sein. Was dann drin ist, weiß man ja nicht so genau. Aber zumindest sieht das schon mal schön aus mit den ganzen Kräuterchen und Pflanzen, die hier im Regal stehen. Was ist das? Das ist jetzt kein überdimensionierter Füllfederhalter, sondern ein Spezialgerät, mit dem man die Augenbrauen wunderbar natürlich gestalten kann und nicht wie ein Strich, wie man das so kennt, wo man sagt, wie sieht das denn aus? Ich blende euch mal unten den Link ein, weil da könnte man dann im Internet gucken, wer mit dieser Methode ausgebildet ist. Oh, wie gruselig. Und das mal eben an der Messe auf dem Stand. Nee, nee, nee. Das, was hier so aussieht, als wären es kleine Kuchenformen, ist Haarkreide. Das zeige ich euch dann später, wie das funktioniert. Eine Linie ziehen. Contouring. Nicht weiter als hier, nach vorne. Relativ einfach. Die helle Farbe ist aufgetragen, jetzt kommt die dunkle Farbe dazu. Einfach mit einem dicken Pinsel Feder. Sondern leichthändig einfach das Produkt verteilen. Man sieht, es erspart einem so viel Arbeit, wenn man sofort mit dem Produkt in Puderpinsel angeht. So, also das ist Ihr Trick, das Cremeprodukt mit einem Puderpinsel auftragen. Super gut die Form einfach schon damit abpassen. Wer diesen Pinsel haben möchte, hier drüben. Ist auch toll, weil der einen Metallgriff hat. Das heißt, ist ein Pinsel fürs Leben, der geht eigentlich kaputt. Das ist der 994. Hier wird mit Licht gearbeitet. Das sieht ja interessant aus. Hier seht ihr das nochmal schwarz auf weiß. Nein, weiß auf pink. Die Beauty. Hier sind wir jetzt in der Halle der Maskenbildner und dann gucken wir mal, ob wir ein paar Dinge finden, die so ein bisschen anders aussehen als normales Make-up. Ich denke mal, da werdet ihr bestimmt staunen, was es hier alles gibt. Und vor allem auch so schöne, schöne Atmosphäre hier, weil hier ist alles ganz orange. Was ist das? Ganz einfach, das ist eine Filmperücke. Da kann man sich vielleicht vorstellen, der arme Schauspieler
oder in dem Fall die Schauspielerin, was das für ein Gewicht auf dem Kopf sein muss. Wenn wir hier mal schwenken, sind eine ganze Menge Filmperücken aus Filmen. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ich weiß, das wackelt etwas. Hier unten historisch. Das ist echte Maskenbildnerkunst. Wen haben wir denn da? Hier haben wir nochmal ein Plakat gefunden, wo man sehen kann, ich weiß jetzt nicht, welcher Film das ist, vielleicht kriegen wir das noch raus, wo der Meister dann an der Frisur arbeitet und da ist die Schauspielerin im Kleid zu sehen. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wie bekommt man die Perücken so, dass man das nicht sieht, dass das Perücken sind, da kann man sehen, hier ist eine ganz, ganz feine Gaze. Das ist ein ganz kleiner, dünner Stoff und der wird dann auf der Haut festgeklebt und überschminkt. Auch hier nochmal einen Perückenkopf mit schütterem Haaransatz. So, dann muss das vorne nur noch ausgeschnitten werden und ringsrum an der Kontur aufgeklebt werden. Oder hier zum Beispiel sind Alterungsprozesse, also wenn man mal einen Film dreht, wo der Mann dann altert und weniger Haare bekommt, kann man sehen, das sieht aus wie Kopfhaut, wo dann die wenigen Haare drauf geknüpft sind. Und zum Rand hin auch wieder die Gase, damit es keinen Übergang gibt. Oh, dann haben wir das Ganze noch mit Hörnern. Oder hier was Asiatisches. Der Punk. Der ältere Mann wieder. Und auch da die Halbglatze. Hihi. Aber hier gibt es auch Sachen zu sehen, die so ein bisschen ekelig sind. Oder ganz normal. Oder hier sie. Oh, ein bisschen, die steht schon ein bisschen länger hier. Oh, das sind alles Maskenbildnerarbeiten. Nettes Kerlchen, ne? Also der sieht so echt aus. Aber küssen wollen wir den dann doch nicht.